und willkommen bei Einfach Backen. Wer auf der Suche ist nach tollen Rezepten, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt, der ist bei uns genau richtig. Deswegen schnell Kanal abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich kein Video. Und wir machen heute zusammen eine leckere Himbeer-Panna-Cotta-Torte. Für unseren Teig brauchen wir Zucker, Mehl, hier habe ich Eigelb und Eiweiß schon getrennt, eine Prise Salz, Backkakao und etwas Butter. Für unsere Panna Cotta Schicht Sahne, Gelatine, Mascarpone, Bourbon-Vanille, eine Vanilleschote, Zucker. Hier habe ich etwas Mandellikör, wahlweise könnt ihr hier auch Mandelsirup nehmen oder auch ganz weglassen. Und für unsere Himbeerschicht bzw. für unsere Deko Puderzucker, etwas Zitronensaft, Tiefkühlhimbeeren, Kuvertüre, etwas Johannisbeersaft, hier könnt ihr auch Johannisbeerlikör nehmen und Gelatine. So, es geht los mit unserem Boden. Dafür schlagen wir zunächst das Eiweiß mit einer Prise Salz sehr steif auf. Das dauert ein paar Minuten. Und sobald das Eiweiß ein bisschen steif geworden ist, lasse ich den Zucker einrieseln. So, unsere Eiweißmasse ist fertig. So, dann nehme ich mir das Mehl und den Backkakao. Mische das hier kurz. Gebe das Ganze dann durch ein Sieb auf die Eimasse und hebe das Ganze dann wiederum mit einem Teigschaber schön unter. Also das Ganze erinnert jetzt erstmal an einen Biskuitteig. Das wird aber eine Wiener Masse und der Unterschied zum Biskuitteig ist die Butter, die da noch dazu kommt. Das Ganze wird dann ja so ein bisschen samtiger. Nicht ganz so fluffig wie der Biskuit, aber ein bisschen samtiger. Jetzt kommt die Butter noch dazu, die habe ich im Vorfeld geschmolzen. Die wird jetzt hier ebenfalls, ja, vielleicht nehme ich jetzt hier doch den Schneebesen, wird jetzt hier nochmal untergezogen. So, und dann habe ich mir hier schon eine 26er Form vorbereitet, habe schon Backpapier eingespannt und da kommt die Masse jetzt rein. Na, auch hier, wie beim Biskuitboden, wird der Rand der Kuchenform nicht eingefettet, sonst rutscht euch die Masse quasi unter, nee, nicht unter, runter und kann nicht schön aufgehen beim Backen. So, und das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 15 Minuten in den Backofen. So, wir bereiten jetzt im nächsten Schritt die Panna Cotta Schicht vor. Dafür kratze ich hier das Mark aus der Vanilleschote raus. So, dann kommt die hier in den Topf. Die Vanilleschote an sich, die geben wir hier auch in den Topf. Dann kommt die Sahne dazu. Und sowohl Vanillezucker als auch den Zucker. So, und das Ganze kochen wir jetzt für einen kurzen Moment auf. So, weiter geht's. Ich gebe jetzt hier den Mascarpone in die Sahne rein. Panna heißt, komm, italienisch Kurs bei einfach backen. Panna heißt Sahne. Panna. Cotta. Fest. Gekochte.
gekochte Sahne. So, dann gebe ich noch den Mandellikör dazu. Aber wie gesagt, den Likör bzw. Mandelsirup braucht ihr nicht reinmachen, wenn ihr nicht mögt. So, und meine Masse ist tatsächlich jetzt sehr abgekühlt. Deswegen habe ich mir hier vorab noch ein bisschen abgeteilt. Also den Schritt braucht ihr nicht machen, wenn eure Masse noch lauwarm ist. Aber ich mache das jetzt kurz. Dann gebe ich die Gelatine rein, sodass sie ja einfach sich auflösen kann. Das würde in der Masse nämlich nicht passieren. Also hier einmal ausdrücken. Also hier darauf achten, dass die Gelatine bzw. die Sahne nicht aufkocht, sondern sich nur leicht erwärmt, dass die Gelatine sich auflösen können kann, wie gesagt. Wenn die Sahne kocht, dann geht quasi die Gelatine sonst noch kaputt in dem Zuge. Und das wollen wir ja nicht. So, das Ganze kommt jetzt hier noch dazu. Wie gesagt, diesen Schritt braucht ihr nicht machen. Ich habe vorhin übrigens noch die Vanilleschote rausgenommen. So, und das Ganze geben wir jetzt hier in eine neue Rührschüssel. So, und dann darf die Masse im Kühlschrank etwas runterkühlen, bis sie anfängt zu gelieren. Als nächstes bereiten wir unseren Fruchtspiegel vor. Dafür gebe ich jetzt hier die Himbeeren mit dem Puderzucker, den Zitronensaft und dem Johannisbeersaft in den Kochtopf und koche das Ganze kurz auf. Passieren jetzt die Himbeeren und geben dann in die Masse noch die Gelatine dazu. Die habe ich jetzt da vorne schon in kaltem Wasser eingeweicht, damit die schön aufgehen kann. Einmal kurz durchrühren, wie sich die Gelatine aufgelöst hat. So, die Himbeermasse stellen wir noch für einen kurzen Moment kalt. Und dann können wir unsere Torte zusammensetzen. So, ich habe den abgekühlten Boden jetzt aus der Springform gelöst und auf eine Tortenplatte gegeben, einen Backring darum gespannt. Darum? Das war schwäbisch. Und jetzt habe ich hier die etwas fester gewordene Panna Cotta Masse. Und hier habe ich geschlagene Sahne, die habe ich mir vorher abgeteilt. Die geschlagene Sahne kommt jetzt hier rein und wird dann vorsichtig untergehoben. Und dann kommt die Masse direkt auf den Boden drauf. Ich hatte die Torte noch mal für einen kurzen Moment in den Kühlschrank gestellt, damit die Panna Cotta ein bisschen fester wird. Und jetzt können wir unseren Fruchtspiegel drauf verteilen. Also hier trotzdem auch vorsichtig sein, weil die Panna Cotta eben noch nicht fest ist. Wenn ihr da mit zu viel Druck rangeht, kann es sein, dass euch das Fruchtpüree dann einsinkt. Unsere Torte ist jetzt fast fertig. Die geben wir für etwa 3-4 Stunden in den Kühlschrank, am besten jedoch über Nacht. Und dann können wir sie servieren. Oh mein Gott, ich glaube, das sieht toll aus. Huhuhu. Ja, ganz langsam. Oh ja, ist das schön. Oh, ich freue mich immer. Ja, das sieht doch toll aus, oder?
Sehr schön. Pressure on, versaus jetzt nicht. Der Kameramann macht mir immer Mut. Habt ihr das alle gehört? So, also wir können auch schon gleich mit der Deko weitermachen. Dafür habe ich jetzt hier die Schokolade über dem Wasserbad geschmolzen und gebe das jetzt hier in einen kleinen Spritzbeutel rein. So, und ihr könnt jetzt so ein Gittermuster drauf machen oder je nachdem, wie ihr lustig seid, ein anderes Muster. Wir machen jetzt hier ein Gittermuster drauf. So, einmal hier so senkrecht und dann waagrecht. Und der Kameramann ist jetzt super stolz auf mich, weil der sich denkt, boah, ist die krass, Mann! Die kriegt das voll hin! Wow. Ist das perfekt oder ist das perfekt? Also ich habe jetzt hier noch ein paar Himbeeren und hier noch so ein Minzblatt. Wobei, ich mache erst die Himbeeren drauf. Ja, das könnt ihr so ein bisschen querbeet drauf machen. So. So, und dann habe ich hier noch ein paar Minzblätter. Die kommen hier auch noch drauf. So. Und dann ist unsere Panna Cotta Torte auch schon fertig. Ja, und was gibt's Besseres als eine riesen Panna Cotta Torte, also quasi ein Lieblingsnachtisch in groß? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welchen eurer Lieblingsnachtische ihr auch gerne als Torte haben möchtet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen oder Nachbacken. Das Rezept zur Torte findet ihr wie immer unten in der Infobox. Lasst mir außerdem gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein Rezept zu verpassen. Ich lasse mir jetzt ein Stück schmecken und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, eure Fabiana.